So, liebe VfL-Fans, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sitzen hier an der Eddushöhe zwischen zwei Trainingseinheiten bei knackigen 31 Grad. Und an meiner Seite sitzt heute Maximilian Thalhammer. Maxi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, wir wollen uns heute mal mit dir ein bisschen beschäftigen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen natürlich erstmal vorab meine Frage bei dem warmen Wetter. Eine Trainingseinheit hast du heute schon hinter dich gebracht. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Training war sehr anstrengend, auch bei den Temperaturen, vor allem weil man es jetzt eigentlich gar nicht mehr so gewohnt war. Ist jetzt irgendwie aus dem Nichts gekommen wieder die Hitze. Aber ja, es ist eh Länderspielpause, deswegen ist es ganz okay jetzt. Und das müsste ja ein bisschen Heimat für dich auch sein, denn diese südliche Hitze, die du ja eigentlich aus der Heimat kennst, in Freising bist du ja geboren, da ist ja das Wetter häufig ein bisschen besser als hier in Osnabrück. Hast du dich an den Regen hier vor Ort schon gewöhnt? Nee, noch nicht. Ich glaube, da kann man sich auch nicht so richtig dran gewöhnen. Ja, das stimmt, dass es im Süden eher immer wärmer ist. Ich habe das auch dann immer parallel mal so nachgeguckt. Mhm. Da waren dann schon andere Wetterverhältnisse. Aber so eigentlich zum Fußballspielen ist dann eigentlich ganz angenehm, wenn es nicht so heiß ist. Mhm. Wie sehr bist du angekommen in Osnabrück? Wie cool fühlst du dich bereits? Ja, sehr gut eigentlich. Also ich habe auch relativ schnell eine Wohnung gefunden. Das erleichtert einem immer noch das Einleben. Und die Mannschaft hat mich sowieso gut aufgenommen. Und deswegen habe ich mich eigentlich da auch relativ schnell wohlgefühlt hier. Konntest du denn schon ein bisschen was von der Stadt sehen? Ja, auch. Auch weil wir schon zweimal auch, ich glaube, Stadtgalerie im Café hatten wir so ein Mannschaftsfrühstück schon zweimal. Und auch so war ich schon ein paar Mal in der Stadt und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich mag es, wenn so ein bisschen überschaubar ist, kleiner. Osnabrückfahrt finde ich eine gute Größe und hat mir alles gut gefallen, ja. Mhm. Wenn man so ein bisschen auf deinen Werdegang guckt, dann stellt man ja fest, dass du, hatte ich gerade schon gesagt, dass du im Süden Deutschlands kommst und da auch bisher vorwiegend gespielt hast, mit einer Ausnahme von 2 Jahren Paderborn. Also warst du hier schon quasi um die Ecke, kennst die Region schon so ein bisschen. Was würdest du sagen, hat dich in diesen Stationen geprägt, also beim FC Ingolstadt, beim SSV Jahn Regensburg und in Paderborn, was du hier vielleicht auch mit in die Waagschale bringen kannst? Ja, ist ganz unterschiedlich. Also in meinem ersten Jahr, so in der zweiten Liga in Regensburg, würde ich sagen, dass ich einfach so den Schritt in die zweite Liga geschafft habe, mit 20 Einsätzen, wo ich dann wirklich mal auch mehr Spiele hatte. Und dann war ja das Drittliga-Jahr in Ingolstadt genau, wo wir den Aufstieg sehr knapp verpasst haben. Das war so das erste Jahr, wo man auch merkt, dass der Fußball auch sehr bittere Momente mit sich bringt. Und das Jahr in Paderborn hat mich vor allem, oder die 2 Jahre in Paderborn haben mich vor allem geprägt, dass ich mal auch von zu Hause weg musste. Also jetzt nicht nur aus der Wohnung meiner Eltern, sondern auch ein paar Kilometer sind es dann schon, auch aus Bayern raus. Und dass man da vielleicht nochmal ein Stück an Persönlichkeit wächst, sage ich mal. Und das schadet natürlich auch, wenn man einfach aus der Komfortzone rauskommt. Und das letzte Jahr in Regensburg, ja, natürlich auch wieder sehr bitter mit dem Abstieg. Hat man auch wieder viele Erfahrungen sammeln können, meistens eher negative. Und so habe ich ja schon einiges erlebt und ich versuche natürlich auch die Erfahrungen, die ich da so gesammelt habe, hier auch mit in Osnabrück so mit reinzunehmen und dann, ja, wie sich das dann auch immer zeigt, halt anderen zu helfen oder auch für mein eigenes Spiel einfach mich da zu verbessern. Was hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, der VfL, das ist der Verein, da möchte ich künftig spielen? Ja, ich fand es von Anfang an sehr spannend mit dem Trainer und mit dem Sportdirektor. Einfach die Gespräche haben mir sehr gut gefallen. Und ich finde es auch immer reizvoll, wenn man, aus dem Brick ist ja jetzt aufgestiegen und wenn man da einem Aufsteiger helfen kann, sich in der zweiten Liga zu etablieren, ähnlich wie das in Regensburg zu meiner Zeit war. Und einfach gemeinsam den Verein in der zweiten Liga zu festigen und einfach die erfolgreichen Jahre so mitzugestalten, das fand ich sehr vielversprechend und da will ich jetzt einfach mithelfen, dass das gelingt. Du hast ja gerade auch das Thema Persönlichkeit schon angesprochen und wie sehr dich gewisse Stationen auch in der Persönlichkeit geprägt haben. Wie würdest du dich denn als Typ beschreiben? Was bist du für ein Mensch? Was sind für Werte wichtig? Ich würde schon sagen, dass ich eher ein ruhiger, stiller Charakter bin. Ich versuche dann eher auf dem Platz, oder ich würde mich so als stiller Leader vielleicht bezeichnen, dass ich dann eher auf dem Platz vielleicht durch Taten oder Leistung vorangehe, wie jetzt über die Worte oder über die Kommandos. Das versuche ich zwar auch noch, da mich ein bisschen reinzuentwickeln,
Es braucht immer bei mir vielleicht ein bisschen länger wie bei anderen, vor allem wenn man irgendwo neu ankommt, muss man sich auch immer ein bisschen zurechtfinden. Und ja, da versuche ich natürlich, das noch weiter voranzutreiben, weil das gehört natürlich auch auf jeden Fall Fußball dazu. Und privat, abseits des Platzes, wie würde dein bester Freund dich vielleicht beschreiben? Ja, auch stiller, ruhiger Charakter, auch ehrgeizig, vielleicht noch ungeduldig. Okay. Das würde ich so sagen, wären so die Eigenschaften, die mir jetzt spontan einfallen. Und was macht Maximilian Thalhammer, wenn er nicht Fußball spielt? Also gibt es bestimmte Hobbys, die du pflegst? Gibt es irgendwas Privates, was du besonders dem du nachkommst? Ja, viel Zeit nimmt noch mein Studium natürlich in Anspruch. Das ist so, würde ich sagen, der Hauptfaktor. Ansonsten verbringe ich auch gerne irgendwie Zeit dann draußen in der Stadt oder wenn irgendwie andere Fußballspiele sind oder Sportveranstaltungen, schaue ich mir die entweder hier irgendwie vor Ort an, wenn hier mal ein Spiel ist, oder halt ja natürlich im Fernsehen oder wo es auch immer dann läuft. Was studierst du denn? Finanzmanagement. Spannend. Also doch abseits des Sportes ein Thema ausgesucht oder ziehst du da die Verbindung zum Sport? Nee, nicht unbedingt. Also das war jetzt für mich kein Muss, dass das mein Studium irgendwas mit Sport zu tun haben muss. Und deswegen hat mich der Bereich einfach interessiert und das hat sich angeboten und dann habe ich diesen Studiengang gewählt. Ja, spannend. Sehr schön. Wenn du jetzt nochmal, das ist auch eine spannende Frage, vielleicht einfach 10, 15 Jahre weiter guckst, wo siehst du dich da? Und wenn du nochmal zurückblickst, dann auf dich, was möchtest du auf jeden Fall erreicht haben in den 10 bis 15 Jahren? Oder wie möchtest du gemacht haben? Ja, jetzt, wenn ich jetzt meine Fußballkarriere beschreiben würde, würde ich natürlich mir wünschen, dass ich sage, dass ich jetzt nicht allzu viel zu bereuen habe und dass ich stolz zurückblicken kann, dass ich sagen kann, okay, die ist ungefähr so verlaufen, wie ich es mir erhofft hatte oder sage ich mal so, wie es meiner Qualität dann auch entspricht. Und ja, privat, weiß ich nicht, wie es dann mit meiner Freundin und so aussieht, aber oder wie es dann auch jobmäßig aussieht. Aber da lasse ich das einfach auf mich zukommen und gehe die Sache entspannt an und will jetzt eher schauen, dass ich jetzt einfach auch noch lange gesund bleibe und so lange wie möglich meine Fußballkarriere aktiv bestreiten kann. Klingt auf jeden Fall spannend. Um es dir ein bisschen einfacher zu machen oder auch schwerer, sehen wir gleich, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde jetzt noch eingebaut zum Ende hin. Das heißt, ich gebe dir jetzt so ein paar Impulse und du darfst ganz kurz und knackig antworten, gerne auch ausführlich, wenn du magst, musst du aber nicht. Ja. Genau, wir starten mal. Bester Urlaubsort? Malediven. Welche aktuelle Serie schaust du gerade? Gar keine. Gibt es eine Serienempfehlung, die du hast? Prison Break oder Stranger Things. Lieblingseis? Vanille. Gibt es ein Lieblingsessen oder ein Lieblingsessen von Nationalität? Eigentlich nicht. Ich esse eigentlich alles gerne. Aber zurzeit esse ich oft so ein Hähnchen-Kokos-Curry. Was war dein erstes Fußballtrikot? Ich glaube von FC Bayern München. In welchem Stadion wolltest du immer schon mal spielen? Allianz Arena. Hast du den Traum erfüllt? Nein, noch nicht. War dein früherer Lieblingsverein? Brauche ich dann wahrscheinlich auch nicht fragen. Ja, auch Bayern München. Okay. Und abschließend noch zwei Fragen. Jetzt möchte ich einmal dein Gesicht sehen, wenn mal wieder Straftraining angeordnet wird. Hat mir zum Glück nicht, aber ich würde es eher neutral so. Okay. Und wenn wir vom Medienteam mal wieder was von dir wollen. Da freue ich mich tatsächlich. Also, okay. So. Schön zu hören. Ja. Ja. Ja, lieber Maximilian, vielen Dank. Ich habe die ganze Zeit Maxi gesagt. Wir haben noch gar nicht nach deinem Spitznamen gefragt. Ich hoffe, es ist okay. Ja, ist okay. Okay, also bleiben wir bei Maxi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen zwei Trainingseinheiten. Maximilian Thalhammer im Neuzugang-Interview. Vielen Dank. Bitteschön.